In diesem Video gebe ich einen kurzen Abriss über das Wichtigste zum heutigen Handelsstart in diesen Zeiten eines sehr ausgeprägten Sommerlochs. Aber wir haben gleichwohl doch immer wieder Dinge, die erstaunlicherweise passieren. Wir haben Quartalszahlen, wir haben ein Auf und Ab in Sachen US-Politik, Demokraten, Republikaner. Wir haben interessante Aussagen von Donald Trump und wir haben ein paar Merkwürdigkeiten, die zu konstatieren sind, doch dazu gleich mehr. Fangen wir mal mit dem Aktuellen an. Da haben wir die Zahlen von den drei deutschen Konzernen. BMW mit einem höheren Verlust als erwartet. 666 Millionen Euronen hat man da im zweiten Quartal verlieren müssen. Wir haben aber gleichwohl etwas bessere Umsätze. Wir haben die Allianz, die gesagt hat, wir geben erstmal keine Prognose. Man drückt sich da also wieder ein bisschen. 1,2 Milliarden hatte die Corona-Krise gekostet, weil zum Beispiel keine Versicherungen mehr abgeschlossen wurden für Großveranstaltungen, Reiserücktrittsversicherungen, all diese Geschichten. Das kostet die Allianz Geld. Gleichwohl ist man noch im Profit mit 2,5 Milliarden Euro und die Zahlen der Commerzbank so um und bei in der Erwartung. Das ist das, was den DAX heute so ein bisschen prägen wird. Diese DAX-Zahlen, die Amerikaner, die achten allerdings mehr auf das, was in den USA passiert. Wir haben dieses Hickhack zwischen US-Demokraten und Republikanern. Kein Deal diese Woche, so Pelosi, dann der Senator Perdue, der Republikaner, der gesagt hat, also das wird mindestens wohl noch 2 Wochen dauern, bis da ein Deal zustande kommt. Schumer dagegen, der US-Demokrat, hat dann gesagt, naja, wir machen Fortschritte, es geht in die richtige Richtung, wir machen beide Kompromisse, also es ist ein Auf und Ab. Da sind gestern nach den Aussagen vor allem des Republikaners Perdue die Aktienmärkte zunächst mal runtergegangen, der Goldpreis ist nach oben gegangen, der Goldpreis, so hat man das Gefühl, der steigt mit den verschiedensten Begründungen, weil es keine Einigung gibt zwischen US-Demokraten und Republikanern, weil hier Stimulushoffnungen sind, weil keine Stimulushoffnungen sind. Also alles wird genommen, um diesen Goldpreisanstieg zu legitimieren. Das zeigt so ein bisschen, wie die Dinge hier stehen. Wir haben, und das ist das eigentlich Merkwürdige, eine massive Divergenz, einen Widerspruch zwischen dem, was eigentlich an den Anleihenmärkten passiert und was die Erwartung der Märkte dann wiederum selbst ist. Nämlich, wir sehen, dass wir ja teilweise rekordniedrige Renditen bei Staatsanleihen haben. Gestern die 5-jährige US-Staatsanleihe mit einem neuen Allzeittief. Die 10-jährige US-Staatsanleihe rentiert bei 0,51%, glaube ich, ein Allzeittief, was den Tagesschlusskurs betrifft. Aber gleichzeitig gehen die Inflationserwartungen nach oben. Das heißt, die Märkte erwarten eigentlich, dass die Inflation steigt, verlangen aber immer weniger Rendite, wenn sie Staatsanleihen kaufen. Das ist eigentlich ein Widerspruch, denn diese mickrige Rendite, die wird ja mehr als aufgefressen durch die Inflation. Und wenn ich jetzt noch mehr Inflation erwarte als derzeit, dann wird meine Perspektive ja immer unattraktiver, wenn ich Staatsanleihen kaufe. Also so ganz passt das nicht zusammen. Natürlich kauft die Fed Staatsanleihen, kauft die EZB über die verschiedenen Zentralbanken auch Staatsanleihen in der Eurozone. Aber das erklärt sozusagen diese massive Divergenz nicht, die muss sich irgendwie auflösen. Entweder gehen die Inflationserwartungen nach unten oder die Renditen müssen steigen. Da gibt es eigentlich keinen Weg dran vorbei. Seit das Nicht-QI der Fed begonnen hat, also die Nicht-Anleihekäufe der Fed, wie sie ja immer wieder gesagt hat, sind es vor allem Minenwerte, die stark gestiegen sind. Wir sehen, dass Silber etwa 123% gestiegen ist seit dem Märztief, Gold, Nasdaq, Bitcoin, S&P 500, das ist die Reihenfolge der Assetpreisinflation, wenn man so will. Das sind also die Dinge, die durch diese Rettungspolitik jetzt ausgelöst wurden. Wir haben wieder mal neuen Optimismus in Sachen Vaccine, in Sachen Impfstoff hier. Zumindest die Todesrate soll reduziert werden durch eine neue Plasma, kann man sagen, Heilung oder durch ein Medikament, das hier angreift und eben die Todesrate senkt. Ob das wirklich dann der Fall ist, muss man noch sehen. Alle sehr frühe Studien. Hier mal eine Aufstellung von Firmen, die derzeit diesen Impfstoff versuchen zu entwickeln. Chinesische Firmen, aber auch hier AstraZeneca, Moderna, die Amerikaner, die gern ein bisschen pushen. Novavax gestern nach Zahlen erstmal massiv abgeschmiert, um dann wieder zu steigen. Also das ist sozusagen so ein bisschen die Goldgräberstimmung in der Pharmaindustrie. Und wir haben auf der anderen Seite jetzt den Plan
anderes Thema, aber hängt so ein bisschen auch mit Vaccine, mit diesem Optimismus zusammen, nämlich der alte Handelskrieg-Optimismus, dass am 15. August sich wohl die Chinesen und die Amerikaner treffen wollen, um mal so ein bisschen zu gucken, wie steht es denn mit dem Handelsdeal. Und eines ist klar, die Chinesen haben viel weniger gekauft, als sie eigentlich hätten machen müssen, haben natürlich die Ausrede Corona-Krise, was sollten wir machen, ging nicht anders. Man sieht das zum Beispiel in Energie, da hat man, glaube ich, weniger als 5% bisher des versprochenen Niveaus gekauft. Also das ist unterirdisch teilweise und nicht nur durch die Corona-Krise zu erklären. So oder so wird China wohl ein wichtiges Thema im US-Wahlkampf, denn Donald Trump wird diese Thematik eskalieren, nach meiner Auffassung. Warum? Weil eben die Amerikaner eine sehr negative Auffassung zu China haben. 73% haben eine negative Einstellung dazu, nur 22% eine positive. Der Rest hat gar keine Einstellung wahrscheinlich. Jedenfalls dürfte das ein Thema sein, bei dem Trump weiß, ja, da treffe ich auf offene Ohren, wenn ich da so ein bisschen antichinesische Rhetorik Zauberer. Und wir haben jetzt den Besuch, angekündigten Besuch einer Delegation, einer US-Delegation unter Azar in Taiwan. Das wird die Chinesen besonders freuen. Das dürfte dann wieder den nächsten Knatsch geben. Ansonsten hatten wir wieder mal eine Pressekonferenz von Donald Trump, wo er bestimmte Dinge wiederholt hat zu TikTok. Da sollten wir so ein bisschen Wegezoll erheben, etc., etc. Und er hatte sich auch dazu geäußert, dass diese massive Explosion, ich weiß nicht, ob Sie da mal Bilder gesehen haben, das ist unglaublich, mit was für einer Wucht hier diese Gebäude in die Luft geflogen sind, angeblich so um und bei 78 Tote, mehr als 4000 Verletzte, so heißt es nach neuesten Zahlen. Trump jedenfalls sagte, das sei eine Terrorattacke gewesen, sei eine Attacke gewesen und nicht, wie bisher berichtet wurde, eben eine Explosion, möglicherweise durch einen Unfall. Munition sei da in die Luft geflogen. Das könnte natürlich ein Riesending werden, wenn da wirklich Terror dahinter stünde. Und wir haben heute Zahlen, um auf das Marktgeschehen, auf das Konjunkturgeschehen wieder zu kommen. Zahlen zu den ADP-Arbeitsmarktdaten, die ja so ein bisschen die Vorausschau sind für die großen Arbeitsmarktdaten. Trump hat heute in dieser Pressekonferenz gesagt, eine big number is coming on Friday, eine große Zahl. Normalerweise müsste die Zahl eigentlich nicht so toll werden, wenn wir mal die Beschäftigungskomponenten etwa von Einkaufsmanager-Indizes angucken, wenn wir uns angucken, dass die Erstanträge und Continuing Claims sich deutlich wieder eingetrübt haben, also dieser Aufschwung am Arbeitsmarkt ist vorbei und das sieht man auch so ein bisschen in den Kreditkartendaten hier von JP Morgan, die zeigen, dass wir so seit, naja, Mitte Juni die Erholung beendet haben, seitdem stagniert es, es geht nicht wirklich nach unten, aber es setzt sich eben auch die Erholung nicht wirklich fort. Das erstmal, das zum Handelsstart, wir wollen uns mal ein paar Charts anschauen, was wir hier sehen. Im 15-Minuten-Chart, meine Damen und Herren, das ist der Nasdaq, der jetzt ein neues Allzeithoch erreichen kann. Die asiatischen Märkte oder die Futures im asiatischen Handel leicht positiv. Wir sehen den DAX, wie gesagt, alle Charts auf 15 Minuten von Capital.com. Wir sehen den DAX bei 12.662, bleibt so ein bisschen hinter den Amerikanern hinterher. Wir haben Gold, das auf 2031 Dollar gestiegen ist. Gestern Abend jetzt nur wenig darunter handelt. Wir haben Silber, um das gleich noch mitzuzeigen, bei 26,29 $, macht also jetzt ein neues Hoch. Da ist also das Thema, die Flut hebt alle Boote, egal welche. Und wir sehen Euro-Dollar bei 1,1813. Das soll es erstmal gewesen sein. Es ist so ein bisschen mau und es passiert ein bisschen. Die Aktienmärkte sind so in der Stimmung, was soll uns passieren? Wir haben die Fed, wir haben super Zahlen gehabt von den Tech-Konzernen. Ist alles gut, wir steigen weiter. Auch wenn die Märkte eben schon massiv überkauft sind und normalerweise eine Korrektur notwendig wäre. Zumal jetzt eigentlich saisonal eine sehr ungünstige Zeit ist, aber derzeit scheinbar nicht. Vielleicht verschiebt sich das ein bisschen. Wir werden sehen. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen guten Start in diesen Handelstag, meine Damen und Herren, und sag Servus und Ciao.